Bullseye. Hallo und herzlich willkommen bei Cedric SSTV auf dem Freehold Projektserver. Und zwar ist heute der 30.04. und ich habe, wenn ihr das Video seht, ist der 1. Mai, also das 1. Mai-Special nehme ich jetzt auf und es ist gerade Abend, 10. Ja, wir haben endlich wieder Ferien, das heißt Ferien, 2 Tage schulfrei. Und ja, das müssen wir ausnutzen und da habe ich auch, das sieht man da hinten schon, da habe ich einen schönen ein paar Mods hier installiert, Modloader und dann mal Zahns Minimap mit Wegpunkten. Da läuft alles geschmeidiger. Andere Spielereien kommen später noch. Mal auf meinen eigenen Server dann. Ja, ich spiele eine Version weiter nach unten von 1.7.4, also auf der 1.7.2, weil es um Creeper. Creeper. Weil es den Forge und Modloader noch nicht für 1.7.4 gibt. Schade. Aber es gibt ihn leider noch nicht, deswegen eben das ganze Spielrennchen. Ich tue erstmal was aussortieren, was wir jetzt hier nicht brauchen werden. Also ich habe das End schon, die Äpfel behalten wir mal. Den einen Bogen können wir hier lassen. Stein. Eigentlich bei meiner anderen Stadt hier auf dem Server. Das ist nur mein Haupthaus, altes Haupthaus, wo die ganzen Betten hier noch sind, von den ganzen, die hier mal draufgekommen sind. Ja. Stadt mit. Schon auf mein schönes M. Wir haben hier einige Sachen. Das ist die Stadt, an der ich gerade baue. Und hier ist das Endportal. Bam. So, und da habe ich mich schon mal hier runter gebaut. Und möchte euch natürlich den Spaß nicht verderben. Das Texture Pack, wer sich gerade fragt, was es für eins ist, das ist ein Mixed Texture Pack. Kann ich auch noch mal kurz, oder ich mache mal kurz Tag. Darf man jetzt noch mal schnell machen. Von der Basis John Smith. Zionen. So Packs. Also das ist mein eigenes erstelltes Texture Pack. Fragt sich, ja, ich habe 1.7.2 drin, 1.7.9. Das geht ab der Version 1.7.4, habe ich gedacht. Jetzt dauert es wieder Ewigkeiten, bis das fertig geladen hat. Es ist zwar ein 32x32 Texture Pack, aber es sind auch Texturen vom 128. Hatatatata. Okay, das sehen wir uns gleich nochmal wieder, will ich sagen. Okay. Ja, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Tschüssi. So, da sind wir wieder. Nach einer kleinen Unterbrechung, weil wir einen Grafikbug hatten, den habe ich eigentlich sehr selten. Da kam jetzt etwas ungünstig. Wir gehen jetzt erstmal auf den Freehold-Server. So, ich joine das Game. Und wir gehen mal hier runter. Ich habe jetzt noch nicht so viel abgebaut wie aus dem Eisen. Das hat mich aufgefallen. So.
letztes Mal mit Lehm runtergebrüttelt. Ich hab das jetzt auch noch nicht irgendwie erkundigt, also es bleibt uns ganz neu. Ich hab auch mir ein paar Fackeln genommen. Was ist denn das jetzt? Ach, das ist gebratenes Hühnchen. So. Eine fette Schlucht und ich gehe nochmal weg, nicht, dass hier was von hinten kommt. Wo ist denn jetzt runtergekommen von hier? Na, hier ist nix. Sackgasse. Geht's hier unten lang? Drüben, ja, hier ist eine Fackel, alles gut. Hier sind wieder Verzweigungen, hier geht's nicht lang. Hier ist eine große Spawnfläche. Geht's nicht lang. Schmeckt auch Sackgasse. Oh, jetzt ist eine Truhe. Eisenstiefel. Na, wir haben noch wenig. Das Eisentürm. Und noch eine Truhe. Und da drin. Drei Diamanten! Nochmal Eisenstiefel und Äpfel. Drei Diamanten. Geile Sache. Oh, hier ist nichts. Ist die Treppe. Ist auch nichts. Noch eine Truhe. Eine Enderperle und 7 Redstone. Die Eisentüren hier sind. So. Ich laufe nämlich eigentlich sonst nicht mit Rüstung rum. Aber ich habe mir damals schnell welche aus meinen Dias gemacht. Ich habe nur 36 Diamanten. Und warte, machen wir ja schon mal. Ist mir etwa ein Kreis gelaufen. Das sieht doch schon nach Portal aus hier unten. Ist es ein Brunnen? Hier ist Kohle. Ist ein Brunnen. Also ein Brunnen habe ich hier unten noch nie gesehen. Cool. Ein Brunnen. Auch mal was Neues. Auch hier sind die Gefängnisse der Festung. Oh, wir haben noch 21 Fackeln, ob die lang werden. Ich leuchte mal hier nicht aus, sondern ich mache mal die Tür zu. Und hier brauchen wir auch nicht aus. Leuchten wir ja. Kommt innig durch die Eisentür. Und hier ist die Bibliothek. Nein. Kann man runterfallen und nicht wieder rauskommen. Eine Eisenspitzhacke und 2 Brot. Auch schön. Und ich nehme mal hier eine Truhe mit. Vielleicht können wir da auch was anfangen damit. So. Alles auskundschaften, dass hier auch niemand anders was haben kann. Ich wollte eigentlich mit ein paar anderen Kumpels, also Unhold und so, aber die haben ja gerade keine Zeit. Deshalb habe ich mir gedacht, machst du meine Aufnahme für den 1. Mai? Und hier ist auch nichts. Ich komme immer so verarscht vor, dass ich hier schon überall war. Hier war ich auch schon. Also wenn man den Endboss besiegt hat, also übelst viele Monster. Ja, hier ist
sind wir. Genau, wir sind auf dem dritten.